Dann würde ich sagen, hallo und recht herzlich willkommen in Fleetburg. Schauen wir mal, ob wir dieses Event hier auslösen können. Oh ja, wir können es auslösen. Ich hätte nie gedacht, dass unser Junge mal in einem solchen Albtraum gefangen sein würde. Sowas ist schon einmal hier in Fleetburg passiert, und zwar vor langer Zeit. Es gab Menschen, die nie wieder aus diesem Albtraum erwacht sind. Dieser Albtraum hängt mit einem Pokémon zusammen. Mehr oder weniger mit zwei. Und das andere, wo das hier schon mal passiert ist, ist hier oben. Fliegender Sinnoh, der Text verwittert und unlesbar. Lässt sich wohl nicht öffnen. Ganz einfach, weil dieser Traum oder diese Person immer noch in diesem Traum gefangen ist. Mal schauen. Der kleine Junge scheint einen schlimmen Albtraum zu haben. Er murmelt irgendwas im Schlaf vor sich hin. Da, Dark, Dark beobachtet mich. Ja, Darkrai beobachtet ihn. So. Ich habe die Liebe zum Meer verloren, seit mein Sohn in diesem furchtbaren Albtraum gefangen ist. Um ihn daraus zu befreien, benötige ich die Luna-Feder von der Vollmondinsel. Sag, würdest du für mich zur Vollmondinsel gehen, wenn nicht für mich, dann wenigstens für meinen Sohn? Natürlich! Bitte beschafft mir die Luna-Feder, die man auf der Vollmondinsel findet. Nur damit kann mein Sohn von seinem Albtraum befreit werden. Wir zählen beide auf dich. Ei, ei, Anker lichten. Natürlich helfen wir ihm. Auf zur Luna-Insel, da kriegen wir die Luna-Feder von dem Pokémon namens Cresselia. Ich bin absolut kein Fan von Cresselia, muss ich einfach sagen. Darkrai ist ja bösartig, aber Darkrai ist cooler. Ja. Dann hätte man das Event nämlich auch noch ausgelöst. Vollmondinsel. Hallo Cresselia. Wie geht's dir? Das Pokémon ist davongeflogen. Irgendwas funkelt an der Stelle, an der es sich zuvor befand. Das ist eigentlich nur ein kleines Event, deswegen heute nur eine ganz kurze Folge. Aber ja, wir haben die Luna-Feder. Das Pokémon, dem du gerade begegnest, ist das Luna-Pokémon. Man erzählt sich, dass es in Sinnoh von einem Ort zum anderen fliege. Oh, dieses Funkeln, das ist also die Luna-Feder. Vielen Dank, damit sollten wir meinen Sohn aus seinem Albtraum befreien können. Können wir probieren. So. Nein! Der kleine Junge scheint einen schlimmen Albtraum zu haben. Die Luna-Feder, die du mitgebracht hast, beginnt zu strahlen. Das Gesicht des schlafenden Jungen entspannt sich und wirkt ganz friedlich. Der kleine Junge ist aufgewacht. So geschockt. Endlich, du bist aufgewacht. Oh, mein kleiner Junge, mir kommen vor Freude die Tränen. Vielen Dank, das werden wir dir nie vergessen. Dass es dir wieder gut geht, macht mich so unfassbar glücklich, mein Junge. Es gibt mir die Kraft, wieder in See zu stechen. Und was dich betrifft, mein Schiff steht ab sofort jederzeit für dich bereit. So einfach, mal kurz. Ciao, geht's wieder gut? Ja, passt. Vielen, vielen Dank. Natürlich! Ich konnte einfach nicht aufwachen, das war ein schrecklicher Traum. Ich war an einem stockfinsteren Ort und da war dieses pechschwarze Pokémon. Und ich konnte die ganze Zeit die Stimmen von Mama und Papa hören. Tja. Die Luna-Feder haben wir nicht mehr, oder? Sonst hätten wir schauen müssen, ob wir sie vielleicht da oben... Das war, glaube ich, damals das Event, wo man Darkrai fangen konnte. Dass man hier ins Haus reinkam. Genau, er müsste mich jetzt eigentlich zu abwechseln zur Eiseninsel oder zur Vollding bringen können, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Haben wir dieses Event richtig ausgelöst? Möchtest du in See stechen? Nein. Dankeschön. Denn wir fliegen jetzt weiter nach Blitzach. Und dort erwartet uns der letzte Teil unseres Abenteuers. In diesem Spiel. Blitzach. Genau. Darauf freue ich mich schon.
Wir werden jetzt dann hier rüber auf diese super fancy, mega coole Insel fahren. Und dann schauen wir, was uns da erwartet. Ja, was gibt's? Soll ich dich zur Duellzone bringen? Ja, alles gut, lichten wir den Anker. Haben wir jetzt das Duell mit Barry vielleicht übersprungen oder so? Barry war nicht mehr da.